Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wir sind das letzte Mal hier oben stehen geblieben und ich wäre beinahe hier runtergefallen. Wir haben mal wieder es erreicht, weiterzukommen und nicht mehr hängen zu bleiben. Was hoffentlich auch so weitergeführt wird. Und wir gehen mal hier, like a boss, einfach mal auf dem Geländer runter. Ah, fast vergessen. Ich werde hier einfach mal jedes an... zünden. Oh, hier oben könnte mich das... Falls es ein Monster gibt, kann es mich hier oben nicht erwischen. Oder doch, aber hier nicht. Geil. Geil. Geniale Sache. Geniale Sache, diese Schwerkraft, oder? Mann. Muss jeder mal ausprobieren. Okay, so geht's wieder besser. Mann, ich bin auch so ein Pro. Ich bin so pro, 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 pro. Ach, ich sollte aufhören mit der Super Mario Musik. Ah, Zunderbüchsen. Habe ich ja eben gerade mal wieder 4 Stück verbraucht. Mal sehen, wie viele haben wir noch? 30. Ja, konstante 30. Irgendwie habe ich so das Gefühl zumindest. Ja, oh, nicht schon wieder. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Oh, scheiße, die Tür geht auf. Mann. Ich habe aber kein... Oh. Da hängt jemand. Da hängt jemand ab. Ich nehme das mal. Falls dir nichts au... Du lebst! Ah! Kacke! Nein! Wie siehst du aus? Nein! Was ist? Ah, du bist das. Daniel, like a prophet thrown into the lion's den. Tell me, are you among the lions, Daniel? Oh nein. Stop, Alexander. Oh my. So Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess why more? It could be breached by another, but Alexander broke his. I mean, my own. A long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken wall and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be 6 of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay, wir müssen 6 Teile einer Kugel finden. Und die dann wahrscheinlich irgendwo zusammenfügen. Und dann können wir Alexander stoppen. Nur... Alexander ist nämlich ohne diese Kugeln machtlos. Ich habe gedacht, Agrippa ist so... Ist ein ganz normaler Mensch, der nett ist, aber nicht sowas, das nett ist. Ich bin wieder raus. Tschüss. Was soll das? Also, oh Mann. Könnt ihr mal aufhören? Ich versuche hier aufzunehmen. Mann. Na toll. Ich glaube nicht, dass dieser Raum nur zum Verstecken. Kann ich es wieder ausmachen? Nein. Schade.
Ich wollte mich nämlich eigentlich da drin verstecken. Oh. Noch eine. Aber diesmal mache ich sie nicht an. So. Okay. Noch. Da geht's ja hoch. Oh. Gehen wir dann auch gleich nochmal erforschen. Gibt's hier was? Ah. Das hier ist noch geschmückt mit Ketten. So. Oh, eine Zunderbüchse. Schön, dass das nichts auslöst irgendwie. Zum Glück. Hätte es mir ja eigentlich denken können, dass das passiert. Aber, ja, spiel es mal nett. Ausnahmsweise. Weil wer wird schon keine Zunderbüchse aufheben? Ich weiß nicht, was es war. Und ich will auch gar nicht wissen, was es war. Ich will einfach nur hier weg. Gut. Noch eine Zunderbüchse, die auch nichts auslöst zum Glück. Ich gehe zurück. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Fleisch? Ich weiß nicht, wofür das ist. Ich glaube auch nicht zum Essen. Mal sehen, wen wir damit füttern müssen. Na? Naja, wir gehen mal hier lang. Altar. Okay. Boah, die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald und die Morgensonne. Wird das alles je ein Ende haben, fragte er sich. Gut. Licht aus. Ich glaube, das Spiel neigt sich dem Ende zu, habe ich so das Gefühl. Ich habe echt das Gefühl, dass es... Ich spiele das heute noch zu Ende. So. Dann habe ich von Part 15 an bis Ende durchgemacht. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Ein Eimer Teer, okay. Und da oben ist er. Zunderbüchse. Will haben. Will haben. Ah, Zunderbüchse. Meine Zunderbüchse. Text. Ah, gut. 1839. Banishment ritual is taking longer than expected. And we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Okay, gut. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt wirklich das Spiel durchspiele, und ja, ich werde das tun. Und das ist, denke ich, auch an sich nicht schlimm, wenn ich das jetzt tue. Kann nicht verwendet werden. Okay. Gut, dann haben wir hier nichts Besonderes
gefunden. So, dann können wir wieder zurückgehen. Ja. Okay, ich werde jetzt das hier bis zum Ende aufnehmen. Also, es ist für, macht für euch keinen relevanten Unterschied, ob ich jetzt alles aufnehme oder ob ich jetzt in 5 Tagen dann noch den Rest mache. Weil alles eh erst in einem Monat dann wahrscheinlich dem irgendwie vielten kommen wird. Dem, ich sag jetzt einfach mal 10. Mai. Aha, eine halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Gut, dann müssen wir nur noch nach da drüben, wo das Monster hingelaufen ist. Und ich hoffe, dass dieses Monster jetzt da drüben ist. Ja, das hoffe ich jetzt mal einfach. Und wenn wir da lang müssen, dann ist es da. Ja. Gut. Ich nehme jetzt noch 2 Minuten auf. Gut. Aha. Zunderbüchse. Wir bekommen die ja jetzt nochmal nachgeworfen. Ich habe da gerade was gesehen, das jemanden sehr erfreuen würde. Hello. Nein, ich bin nicht PewDiePie. Nein. Okay, gut, ich werde den Text jetzt noch lesen. Nein, werde ich nicht. Ich werde hier gucken. Hallo! Hallo, PewDie. Nein. Oh mein Gott, eine Mega Stefano. Oh, ein Mega Stefano. Entschuldigung. Genie. Lampe oder sowas. Nochmal 2 Stefanos. Okay, was ist das hier? Ein Altar. Okay. Okay, dann werde ich mal hier den Part beenden, wenn mir keiner mehr dazwischen quatscht. Ganz zufällig. Du! Du! Willst du mir dazwischen reden? Nee, willst du nett? Oder du? Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich sage tschö, tschö.